woher kommen Sie gerade? Jetzt komme ich gerade aus meinem Büro, weil ich jetzt 2,5 Tage nicht da war und natürlich eine ganze Menge zu besprechen war, dass der Rest der Sitzungswoche funktioniert und vor allen Dingen auch die nächste. Und jetzt die noch, letzte wird jetzt noch konkret geplant oder auch schon ein bisschen nicht aufgeräumt, aber sortiert für die Zeit, die dann im Wahlkampf bevorsteht? Noch nicht im Sortieren. Okay. Wir haben nächste Woche noch eine wichtige Gesetzesinitiative. Da geht es den Vorschlag, dass befristete Beschäftigung nur noch dann möglich sein soll, wenn es einen sachlichen Grund dafür gibt. Mhm. Gegenwärtig haben wir den Zustand, dass immer mehr Junge, insbesondere auch Frauen, nur noch befristete Jobs kriegen. Ja. Die sollen Familien gründen, die sollen unsere Renten zahlen und kriegen nur noch befristete Jobs. Das geht nicht auf. Und deshalb haben wir eine Initiative gestartet mit dem Ziel, befristete Arbeitsverträge nicht mehr zu ermöglichen, wenn es keinen sachlichen Grund für diese Befristung gibt. Opposition ist wichtig und notwichtig, das würde niemand bezweifeln, aber wie schwierig ist es, auch immer motiviert zu bleiben und auch die gute Laune nicht zu verlieren, weil vieles auch, was Sie einbringen und aus Ihrer Sicht zu Recht einbringen, weiß man ja im Vorfeld, wird nicht wirklich durchkommen können. Ja, das ist wirklich ein systematisches Problem in diesem Bundestag. Egal, was wir machen, die lehnen das immer ab. Bringen es dann möglicherweise hinterher nach einem Jahr oder nach 2 Jahren selber. Ein Beispiel, die Arztgebühren, die es gab. 10 Euro musste jeder im Quartal zahlen, wenn er zum Arzt ging. Wir haben immer gefordert, die abzuschaffen, haben die immer abgelehnt und dann haben sie es doch gemacht. Also das ist vielleicht auch das Schöne an der Opposition, dass wird irgendwann weich kocht. Mindestlohn haben die alle abgelehnt. Übrigens die SPD mehrmals. Ja. Alle unsere Anträge zum Mindestlohn. Nein, in dieser Legislatur haben sie den Mindestlohn beschlossen. Es war viel zu gering, aber es haben wir beschlossen. Also insofern, Opposition ist zwar schwieriger, klar, aber es ist schon auch mit Ergebnissen verbunden. Ein bisschen was haben wir schon hingekriegt. Haben Sie einen Lieblingstag während einer Sitzungswoche? Das kommt darauf an, was in der Woche passiert. Ne? Was ansteht also, konkret? Ja. Ein Lieblingstag habe ich dann, wenn es eine schöne Rede gibt, die entweder mit von mir selber gehalten wird, logischerweise, oder aber wo ich weiß, es wird eine spannende Debatte. Und dann freut man sich natürlich drauf, dass man da vielleicht mit dieser Rede auch was bewirkt, dass man wahrgenommen wird. Das ist in der Regel dann eine Parlamentssitzung. Aber es gibt auch Tage, auf die ich mich freue, weil ich mich auf ein inhaltliches Thema sehr gut vorbereitet habe, wo ich dann eben versuche, deutlich zu machen, dass wir recht haben. Was macht mehr Spaß? Plenum oder Ausschuss? So unterschiedlich. Also im Ausschuss gibt es auch sehr, sehr schöne Momente. Insbesondere dann, wenn man den anderen nachweisen kann, dass sie falsch liegen, wenn die Argumente einfach überzeugend sind und wenn die das auch zugeben müssen, wenn sie es merken. Also die schauen dann schon ein bisschen behämmert und so. Ne? Also das ist dann schon, da ist eine Ausschusssitzung, auch wenn sie ohne Öffentlichkeit ist, doch dann ganz nett. Aber ansonsten ist natürlich Parlament schon wichtiger, weil dort natürlich nicht nur die Entscheidungen fallen, sondern auch die Öffentlichkeit da ist. Dann wird wahrgenommen, was er macht. Sonst meint man ja so Abgeordnete, der ist 365 Tage nicht da, aber was macht er eigentlich? Genau, geht in Deckung. Und deshalb sind natürlich Medien schon wichtig, weil in den Bundestagssitzungen sitzen ja Medienvertreter dabei und besonders in der Kernzeit, also in den Zeiten, die vormittag sind, hat man dann doch die Möglichkeit, wahrgenommen zu werden. Also geht es da letztendlich nicht mehr wirklich darum zu überzeugen, auch den politischen Gegner zu überzeugen, sondern auch klar mit der Außenwirkung dann, wenn man im Plenum spricht. Ja, mit der Außenwirkung. Man redet nicht immer zu den anderen, aber es ist trotzdem so, dass wenn man das vernünftig macht, weil wir ein Beispiel sagen, ich habe letztes Mal auch ein Thema gehabt, das mit der Sozialpolitik zusammenhängt. Ich glaube, das war jetzt nicht die sachgrundlose Befristung, sondern das Thema, dass Arbeitslosengeld 1 länger bezahlt werden soll. Und da habe ich wörtlich den Vorsitzenden der SPD zitiert, ohne es zu sagen. Und meine Freude war natürlich, merken es die Sozialdemokraten, dass ich gerade ihr Wunder von Würselen zitiere. Doch, damals war es nur Wunder. Die Hälfte hat es gemerkt, die hat geklatscht, die andere hat verwundert geguckt. Und sowas ist natürlich dann nett, weil man dann auch vielleicht den ein oder anderen Gedanken bei den politischen Gegner erzeugt, nochmal darüber nachzudenken, was sie da eigentlich machen. Also dass sie zum Beispiel eben bei solchen Fragen offensichtlich gar nicht wissen, was ihr neuer Chef gesagt hat. Okay. Und das ist dann doch, vielleicht nagt es ein bisschen, dass sie sagen, hoppla, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Sie kommen aus Süddeutschland, was man auch hört. Mögen Sie Berlin?
Ja, Berlin ist eine schöne Stadt, gar keine Frage. Ich meine, ich persönlich als Münchner finde Münchner natürlich schöner. Mhm. Die Biergärten, die Alpen in der Nähe, die Seen. Aber Berlin ist eine quirlige Stadt, eine schöne Stadt, ja, mit ganz interessanten Leuten, mit einer Vielfalt, die weit größer ist als in jeder anderen Stadt in Deutschland. Also ich bin hier gerne, ich fühle mich auch wohl. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf die letzten fast 4 Jahre, was bleibt als Höhepunkt in Erinnerung? In den letzten 4 Jahren? Einer der Höhepunkte, ja. Eigentlich, ich würde mal sagen, es war natürlich schon bedeutend, den Mindestlohn im Bundestag beschlossen zu kriegen, mhm, auch wenn wir selber dagegen gestimmt haben. Ja. Und das muss ich jetzt erklären, wir haben deshalb dagegen gestimmt, weil er einfach zu niedrig ist, wie er angesetzt wurde. Mhm. Also das Positive ist, wir haben einen, ja, das Negative ist, der ist zu niedrig. Wir haben das auch nachgewiesen, wir haben die Bundesregierung gefragt, wie hoch müsste er sein, dass einer, der sein ganzes Leben im Mindestlohn ist, aber nie arbeitslos wird, mhm, dass er dann eine Rente kriegt, die ihm zum Leben reicht, also eine Rente, die höher ist als der Sozialhilfesatz bei, ja, bei Älteren. Und da wäre eben der Mindestlohn bei ca. 12 Euro gewesen und wir haben nicht mal 9. Mhm. Also das ist der Webfehler bei der Einführung des Mindestlohns. Aber dass es ihn gibt, das war mit Sicherheit ein großer Schritt. Wir haben den 12 Jahre gefordert und so lange hat es gedauert, bis man kriegt, ja, erst in dieser Legislatur. Die andere Seite, was bleibt Ihnen als negativ in Erinnerung? Also was wirklich negativ war, war das wirklich unerträglich miese Gesetz zur Regulierung von Leiharbeit, das die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat. Mhm. Das ist wirklich grottenschlecht. Geht teilweise hinter dem alten Rechtszustand zurück, ja, den wir schon hatten. Wir hatten ja gleichen Lohn bei gleicher Arbeit eigentlich im Gesetz stehen, und zwar ab der ersten Stunde. Man konnte das durch Tarifverträge verschlechtern, das ist leider passiert. Aber genau das ist jetzt verändert worden, dass erst ab 9 Monaten gleicher Lohn bei gleicher Arbeit bezahlt werden muss. Und das ist eigentlich ein Unding. Und das kann auch noch verlängert werden. Das bedeutet, dass gleiche Arbeit ungleich bezahlt wird, weil der Deutsche Bundestag ein Gesetz verabschiedet mit Mehrheit der Großen Koalition, das so grottenschlecht ist. Das ärgert mich immer noch. Treibt Sie das auf der anderen Seite dann auch immer wieder an? Ja klar, wir werden das auch immer wieder anbringen. Mhm. Und das machen wir so lange, bis wir das auch hinkriegen. Und da steht der Tropfen, hüllt den Stein. Und das ist eben das Los der Opposition, dass sie genau diese Rolle dann auch einnimmt. Aber auch nicht nachlässt, ja, immer wieder darauf hinzuweisen. Auch wenn es die anderen nervt, bis zum Abwinken. Ja, auch wenn es mehr Kraft kostet. Ja, natürlich kostet es. Ja, aber das nervt die anderen, aber irgendwann werden sie auch weich. Sind sie ja Mindestlohn ja auch, die wollten den ja nicht. Ne? Mhm. Also zumindest die CDU gar nicht und die SPD hat sich nicht getraut, mit uns zu stimmen. Wir hätten ja immer eine Mehrheit gehabt im, ja, Bundestag. Die Grünen, SPD und wir zusammen, wir hätten eine Mehrheit gehabt, Mindestlohn einzuführen. Das haben die nicht gemacht, weil sie sich an ihren Koalitionsvertrag gehalten. Also ja, was ist wichtig? Wie es den Leuten geht oder dass wir einen miesen Koalitionsvertrag unterschrieben haben. Das nach außen zu vermitteln, ist aber auch nicht einfach. Diese komplexen Zusammenhänge, wie Politik funktioniert und wie Entscheidungen zustande kommen, das, ja, ist eine Sache, die nicht in einer Minute auch bei Wählerinnen und Wählern vermittelbar ist. Ich muss die SPD den Wählern erklären, warum sie mit, warum sie mit einer bestimmten Programmatik antritt, die im Bundestag umsetzen könnte, weil sie auch dafür gewählt worden ist, aber das nicht macht, weil sie einen miesen Koalitionsvertrag unterschreibt. Das ist dann nicht unser Bier. Wir sagen, was wir wollen und stimmen auch so ab. Blick nach vorne Richtung Bundestagswahlkampf. Freuen Sie sich auf die heiße Phase? Ja klar, es ist doch mal auch eine Möglichkeit, deutlich zu sagen, was in der letzten Zeit und in den letzten 4 Jahren oder auch schon länger bei uns falsch läuft und Vorschläge zu machen, wie man es ändert. Und dafür werden wir uns stimmen. Machen wir ein Beispiel. Wir haben einfach die Tatsache, dass viele Rentnerinnen und Rentner eine Rente kriegen, die so mies ist, dass sie kaum davon leben können. Das ist Ergebnis von Politik. Das ist keine Naturgesetz. Das ist Ergebnis von Politik. Wir wollen das wieder ändern, dass wir mindestens das Rentenniveau wieder kriegen, das wir unter Helmut Kohl hatten, weil er gestorben ist. Also ist schon bemerkenswert, dass wir darauf die Sozialdemokraten hinweisen müssen. Und wir haben das zweite Problem, dass man unten die Renten stabil halten muss, weil die immer mehr absinken. Die sinken ab, weil Leute, die nicht bis 67 arbeiten können, die vorher ausscheiden, dann aber Abschläge bei der Rente kriegen. Das ist ein Grund. Zweiter Grund ist, weil die Rentenform geändert worden ist. Also, ein Punkt ist wieder stabile Verhältnisse bei der Rente. Das zweite ist, wir brauchen wieder ein funktionierendes Gesundheitssystem.
Dazu brauchen wir eine andere Finanzierung. Wir schlagen vor, die Bürgerversicherung, wo alle mit ihrem gesamten Einkommen einzahlen. Mhm. Und nicht nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Ich zahle prozentual vom Einkommen die Hälfte, wenn meine Kollegin nicht mehr mitarbeitet. Mhm. Das ist nicht in Ordnung. Das müssen wir ändern. Drittens, wir haben ein Steuersystem, das denkbar ungerecht ist. Im Ergebnis ist es gerecht, ungerechte Steuersystems werden die Reichen immer reicher. Also weltweit gesehen besitzen 8 Männer so viel wie die Hälfte der Menschheit. Woran sind wir jeder nicht? Denen kommen entgegenwirken auch durch eine vernünftige Besteuerung. Da schlagen wir auch wieder vor den Steuersatz, den unser Helmut Kohl hat. Da sind wir weit davon entfernt. Und die Sozialdemokraten haben jetzt einen Vorschlag gemacht, das weit drunter. Wir schlagen auch wieder vor, dass man besondere Vermögen, besonders hohe Vermögen besteuern. Das war bei uns alles so, das ist abgeschafft worden. Mhm. Auch bei uns ist es so, dass die Reichen und Reichen und das oberste Tausendstel der Bevölkerung bei den sehr hohen Einkommenszuwachs nur für sich verteilt werden. Das ist der dritte Punkt. Und das vierte Schwerpunkt würde ich schon sehen. Wir müssen aufhören, uns überall an Kriegen zu beteiligen, die vollkommen sinnlos sind. Also der sinnlose Krieg in Afghanistan, der wird inzwischen offenkundig, weil die Verhältnisse sich dort, auch die vielen Soldaten, die dabei ihr Leben gelassen haben, sich überhaupt nicht verbessert hat. Das ist genauso wie vorher hier schlimmer. Nur wir schicken jetzt die Flüchtlinge wieder hin und sagen, das ist alles in Ordnung, das ist unglaublich. Wir müssen die Rüstungsexporte nach unten drücken. Wir sind inzwischen einer der größten Rüstungsexporteure der Welt. Wir müssen uns dagegen wehren, dass wir dann 2% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung ausgeben sollen. Wir haben momentan ein bisschen mehr als die Hälfte dieser 2%. Aber wenn man weiß, dass die NATO über 900 Milliarden für Rüstung ausgibt insgesamt, die Russen 60 und die Chinesen ca. 210, dann frage ich mich, gegen wen rüsten wir eigentlich auf, gegen die Maismännchen? Da geht es nur um Aufträge für die Rüstungsindustrie. Also Themen haben wir genug. Klingt und so, denke, und Sie scheinen auch schon in Betriebstemperatur zu sein, was das angeht. Ja, klar, wir haben auch, bin ja nächste Woche, übernächste Woche, ganze Woche wahlkampftechnisch unterwegs in der Bundesrepublik und dort werden wir die Themen auch oft in der Diskussion mit anderen Abgeordneten einbringen. Vielen Dank für die 400 Meter, die wir ja fast noch im Trocknen geschafft haben, bevor das Unwetter dann jetzt losgeht. Letzte Bitte, gibt es noch eine Kollegin oder einen Kollegen aus Ihrer Fraktion, den oder die Sie vorschlagen würden für ein weiteres Interview hier? Ja. Wenn Sie Nicole Bohlke kennen, die ist aus München, die macht bei uns Bildung, ein sehr wichtiges Thema auch im Wahlkampf. Und ich denke, da haben Sie Spaß mit. Na, dann werden wir Sie anfragen. Okay. Vielen Dank.